Die letzte Siegerehrung am Holmenkollen. Wie könnte es besser sein für die Fans, als dass Ole Einar Bjørndalen dabei ist. Massenstart der Männer, Rang 3 für ihn. Für den 42-Jährigen die 44. Medaille überhaupt bei Weltmeisterschaften. Gestern mit der Staffel sein 20. Gold. 4 Medaillen auch bei dieser Auflage der Weltmeisterschaften. Unglaubliche Leistung. Wieder auf den Punkt fit. Ole Einar Bjørndalen. Er hat ja einiges ausgelassen. Die Saison ausgerichtet auf diesen Höhepunkt vor seinem Publikum, vor seinen Fans, vor seinem König. Und er hat hier alles erreicht, einmal mehr. Zweiter Platz und heute zum ersten Mal bei diesen Weltmeisterschaften nicht auf Position 1. Martin Fourcade, er ist also doch schlagbar. Gratulation aber an den Franzosen für einen tollen Kampf, auch in diesem Rennen. Nach 4-mal Gold, jetzt also Silber und die Verneigung vor diesem Publikum, bei dem er sich vorhin hier noch in einem Interview im Stadion bedankt hat. Und das meint er wirklich auch so. Anders Besseberg, der Präsident der Internationalen Biathlon Union, lässt es sich natürlich nicht nehmen, diese letzte Siegerehrung hier vorzunehmen. Es gibt jetzt auch die Medaillen, anders als in den Tagen zuvor unten in der Stadt. Heute hier also direkt am Holmenkollen an jenem letzten Tag. Und fair die Fans hier, tolle Geste. Auch Harald der Fünfte applaudiert, auch Johannes Tinjesbø. Und das wird jetzt der Jubel für ihn hier, für den Goldmedaillengewinner im Massenstart. Johannes Tinjesbø! Wie im Vorjahr in Kontiolahti, wieder 3 Medaillen für ihn. 2-mal Gold, 1-mal Bronze, 3-mal dazu war er noch Vierter. Also welch eine Bilanz bei dieser Weltmeisterschaft für den 22-Jährigen aus Lillehammer. Gold im Massenstart, Gold mit der Staffel gestern. Und Dritter war er zu Beginn der Weltmeisterschaften mit der Mixstaffel. Und das nach dem Tag gestern, diese Leistung hier noch einmal abzurufen. Denn der war ja lange nicht zu Ende nach dem Rennen. Da ging es runter in die Stadt. Gratulationstouren, Interviews überall. Und jetzt erklingt hier gleich die norwegische Hymne. Und das wird ein hochemotionaler Moment am Holmenkollen. Mustard World Champion, the National Anthem of Norway. Und das war wirklich ein emotionaler Moment, zumal hier im Stadion 25.000 norwegische Fans mitgesungen haben. Gold also für Johannes Tinjesbø, für Martin Fourcade und Ole Einar Bjørndalen. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Medaillenspiegel, wie er sich am Ende der WM darstellt. Frankreich also die überragende Nation mit insgesamt 11 Medaillen vor Norwegen, Deutschland dann auf Rang 3 und Martin Fourcade hat hier im Übrigen seine 20. WM-Medaille geholt heute mit der silbernen Massenstart und zieht damit mit Größen wie Frank Luck, Nico Groß und Sven Fischer gleich. So, und eine andere deutsche Größe, nämlich Andreas Birnbacher, begrüßen wir jetzt ganz herzlich hier bei uns. Am Dienstag haben Sie den Rücktritt erklärt, am Donnerstag Ihr letztes Rennen im Einzel bestritten. Heute ist wirklich Schluss für Sie. Muss sich ein bisschen komisch anfühlen, oder? Ja, definitiv, aber
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass der Abschied hier so cool wird, hätte ich nicht geglaubt. Also heute, wie man sieht, alle vom Team laufen mit meinem Namen auf dem Kopf rum und unglaublich. Also ich kann nur jeden Athleten so einen Abschied wünschen von mir. Also das ist wirklich unglaublich. Bei deinem Abschied, hat sich da irgendjemand was auf den Kopf geschrieben? Leider nicht, aber ich war auch selber schuld, ich habe es nicht so bekannt gegeben. Ach so, okay, verstehe. Heute haben Sie am Schießstand gestanden während des Rennens. Sie wollen ja später auch mal Trainer werden. Wie war das jetzt so, der Wechsel vom Athleten in die Trainerrolle, schon mal so ein bisschen zum Schnuppern? Ja, ich war jetzt nur Praktikant, habe mir das beobachtet und habe erst mal Marc alles machen lassen. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich durchs Glas mit dem linken Auge schaue und aber schießen eigentlich mit rechts aus. Also habe mich da schon umgestellt anscheinend. Die Perspektive ist natürlich eine andere, der Druck ist weg, man hat nicht mehr diesen Tunnelblick wie als Sportler, wo man sich komplett aufs Rennen konzentriert und war schon mal interessant, jetzt das von hinten zu beobachten. Wir wollen nochmal auf das Einzelrennen schauen, was ich eben schon angesprochen habe. Da sind Sie am Ende Neunter geworden, ganz hervorragendes Ergebnis und vor allen Dingen im letzten Schießen, sozusagen im Abschlussschießen fehlerfrei geblieben. Viel besser hätte der Abschied nicht laufen können, oder? Nein, ich muss auch sagen, ich war wirklich schon ein bisschen angeschlagen, auch deswegen bin ich heute nicht gestartet und es war wirklich das Maximale, was noch drin war in mir. Also ich habe versucht, alles rauszuholen nochmal und sicheres Schießen zu machen, das ist mir gelungen und ich denke, das war wirklich ein Abschluss, wie er für mich passt und wie ich mir vorgestellt habe. Wenn wir noch mal kurz in Erinnerung schwelgen, hier in Oslo haben Sie auch Ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert, das war im Jahr 2011 im Sprint, also von daher schließt sich hier so eine Art von Kreis. Ja, ich finde schon, für mich ist das jetzt wirklich eine runde Sache, also hier mein erstes Rennen gewonnen an so einem Ort, sich verabschieden zu können und meine Familie wartet auf mich zu Hause, für mich ist das alles irgendwie rund und ich bin sehr glücklich jetzt mit der Entscheidung. Bei Ihrem größten Erfolg, was eine WM angeht, 2007 in Antholz, als Sie Silber Massenstart gewonnen haben hinter Michael Greiß, bist du auch mitgelaufen und hast den Zieleinlauf von Andreas quasi von hinten gesehen? Ich durfte sozusagen deinen Zieleinlauf so aus der Perspektive des Athleten sehen. Ich war sozusagen auf der Strecke mit dabei und natürlich habe ich mich auch riesig wirklich damals gefreut. Also hier sieht man auch den Jubelschrei, den hast du dir richtig verdient. Andreas, was bleibt Ihnen von all der Zeit am ehesten in Erinnerung? Da bleibt mir so viel in Erinnerung. Ich habe viele Kollegen gehabt, Sportkollegen, Trainer, Betreuer. Also da mag ich jetzt nicht unbedingt was rausstellen, sondern ich sage mal, das Große und Ganze macht es dann aus, wo man dann glücklich sagen kann, jetzt war es und jetzt kommt was Neues. Ein Tipp vielleicht noch von dir, Sven. Du hast 2007 deine Karriere beendet. Droht Andi in ein Loch zu fallen? Nein, was kann er dagegen machen? Bei ihm überhaupt nicht, weil so wie er im Leben steht, da ist er so sattelfest, da ist überhaupt gar keine Gefahr, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Okay, und Laura Dahlmeier hat vorher noch ein paar Worte gefunden für Andreas Bernmacher. Ich möchte es jetzt einmal nutzen und danke sagen zu Birne für die wahnsinnig tolle Zeit. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dir und ja, mach's gut und viel Spaß in dem neuen Lebensabschnitt. Genau, das hast du am Ende, haben Sie am Ende noch verstanden. Also sie wünscht Ihnen alles Gute. Worauf liegt der Fokus jetzt? Wahrscheinlich in erster Linie auf der Familie. Ja, ich sage mal, ein bisschen Zeit, denke ich mal, zu entspannen, jetzt zu genießen, das zu trainieren, wo man Lust hat drauf. Und ein bisschen abtrainieren gehört dazu, denke ich. Nicht von 100 auf 0 runterfahren, sondern ein bisschen was machen und Zeit mit der Familie verbringen und dann Motivation schöpfen für das Neue, was dann kommt. Hört sich gut an. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch und wünsche alles Gute dann für den zweiten Teil der beruflichen Karriere. Andreas Bernmacher, alles Gute. Das war's auch schon von uns. Es gibt vielleicht insofern noch eine gute Nachricht für Andreas Bernmacher. Wir reisen ja morgen nach Chanty-Mansijsk weiter, nach Sibirien. Da sollen morgen Abend, wenn wir ankommen, minus 23 Grad sein. Also von daher vielleicht auch was Gutes. Ja, zu Erfrierungen am Schluss hätten jetzt nicht unbedingt mehr sein müssen. Nee, ne? Also ich nehme das jetzt so, glaube ich, mit, wie es ist und es passt. Alles klar. Gut, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Sven, für die Begleitung hier bei diesen Weltmeisterschaften. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir haben alles besprochen, Rudi. Wir geben damit zurück zu dir ins Studio und wie gesagt, machen uns auf den Weg 4500 Kilometer gen Osten nach Sibirien und melden uns dann am Donnerstag mit dem Sprint der Damen.